Hallo und herzlich willkommen wieder einmal zu Let's Play Minecraft. Jo, mal gucken, was wir heute machen. Ich habe mir da noch nicht so großartig Gedanken gemacht. Normalerweise würde ja anstehen, dass wir da oben das Haus, was wir da haben, ich guck mal raus, dann sehen wir es besser. Mit der schönen Brücke da hinten, dass wir das machen, dass wir da oben die Raumaufteilung hinkriegen. Ah, da sehen wir auch das Sprungbrett, sehr schön. Und halt noch diesen kleinen, unter dem Balkon dann Balkon und da unter dem Balkon dann auch noch diesen kleinen, diese, noch so eine Terrasse, die dann unten ist, also praktisch vom Erdgeschoss aus. Bin ich jetzt am Überlegen, will ich das erst machen oder will ich nach Melonensamen suchen? Der Tag ist, glaube ich, noch ganz jung. Oder? Ich weiß es nicht. Ah, doch, doch, doch. Ich glaube, wir sind letztes Mal zum Ende der Folge einfach ins Bettchen gegangen. Dann werde ich, denke ich mal, jetzt alles weglegen. So Steine und sowas. Und dann werde ich nochmal in diese Mine gehen, in der wir waren. Die ist ja relativ weit weg. Und mal schauen, ob ich dort vielleicht, wenn ich nochmal in die Mine gehe, das Glück habe, dass da nebenan eventuell vielleicht die nächste Mine direkt ist. Sodass wir dann auch das Glück haben. Und, ach, sag schon, jetzt fällt es mir gerade nicht ein, weil ich hier so konzentriert bin, alles wegzulegen. Dass wir halt das Glück haben, dass vielleicht eine Mine dahinter liegt, wo dann auch dementsprechend die, wie heißt's, Kisten drinne sind, die eigentlich in Minen vorhanden sind. Denn dort soll ja nur Samen vorhanden sein, das Melonensamen. Und die würde ich doch schon gern haben. Also, wow, wir gucken mal. Wir schauen mal rum. Vielleicht kriegen wir das da hinten. Es kann natürlich auch sein, dass die irgendwo anders noch ist. Das weiß ja keiner. Oh, und es wird doch Nacht. Ach, siehste. Nun gut, dass ich nicht rausgegangen bin, ne? Noch ein bisschen gewartet habe, so vorsichtshalber. Ich habe jetzt auch schon ungefähr das Gefühl, so, ah ja, es liegt gerade, ich habe es gesehen, also die Helligkeit in dieser Welt hat sich um eine Nuance nach unten bewegt. Ich glaube, in den nächsten 30 Minuten wird es noch mindestens so und so oft Nacht. Ja, nein, das Ganze ist es natürlich nicht. Ich brauche Eisen, stelle ich gerade fest, für Werkzeug, weil ich will noch eine Axt machen. Und noch eine. Ah, jetzt habe ich eins zu viel mitgenommen. Na, egal. Was ich sagen wollte, und noch eine Spitzhacke, also eine Axt und eine Spitzhacke. Und ich sehe gerade, ich brauche auf jeden Fall noch ein Eisen, weil ich kann auch gleich ein neues Schwert machen, denn das ist auch bald hinüber. Eieieiei, haben wir da schon so oft mit auf irgendwelche Leute rumgehackt oder rumgeklöppelt auf den Leuten? Ich weiß es gar nicht. Na nee, gut, wir könnten natürlich auch das nächste Schwert aus Diamant machen. Ist bloß die Sache, fände ich dann eine Verschwendung ein bisschen. Also wäre schade drum. Klar, es hält länger, glaube ich zumindest. Jetzt darauf wetten würde ich auch nicht unbedingt. Mal kurz noch was essen, bevor wir hier auf Reise gehen. Genau, wir haben ja genug Äpfel und alles dabei. So, sehr schön. Und der Ton ist gerade bei mir auf dem Kopfhörer ein bisschen zu laut. Kleinen Moment mal. Ah, so, jetzt habe ich es anders. Es war gerade noch ein bisschen zu laut eingestellt. Ah, weil eben, ich bin fast taub geworden, als da hier diesen Apfel weggeschmatzt haben. Ja, die Setzlinge, genau, die müssen noch weg. Und dann haben wir auch, glaube ich, genug Zeit, um da hinten hin zu hechten. Ach, ich nehme jetzt mal den Weg. Genau, können wir hier. Ah, der Tunnel muss noch ein bisschen verändert werden. Ja, das muss ich dann auch noch machen. Ah, schon echt klasse geworden, nicht wahr? Das hat schon was. Jetzt mit den ganzen Wegen und allem. Ja, hier müssen wir noch was machen. Und ja, also so ein paar Sachen sind mir auch noch wieder eingefallen, so zwischen den Folgen. Einmal so, weil ein paar kleinere Gedanken, muss ich sagen, habe ich mir dann doch ehrlich gesagt gemacht. Von wegen so, ah, naja, ist vielleicht das mal als nächstes oder wie wär's mit sowas. Und ich muss sagen, da so ein paar kleine Sachen, wie gesagt, sind mir eingefallen, die jetzt nicht unbedingt so phänomenal lange dauern, jetzt wie das letzte Haus, wo wir dann zig Folgen dran rumsitzen. Nee, das ging dann schon etwas schneller, aber es macht optisch einiges wett oder her, ja, wie man es nimmt. So, wieder rennen. Ich muss ja irgendwie da hinten in die Richtung, so geradezu ungefähr. Das war ja am Rand der Wüste gewesen. Ach ja, hätte ich überall. Ach ja, ich gehe mal dran vorbei. So, Wüst, Wüste, es ist. Keine Ahnung, wer da einfach so hier die Landschaft verschandelt hat und da so ein paar Dinger reingehauen hat. Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Es ist, ja. Naja, es ist, sowas kommt halt vor. Es soll hier so Leute geben, die machen sowas, ne? Also wir aber natürlich nicht. Wir würden sowas nie tun, einfach die Landschaft verschandeln. Oder? Naja, nee, wirklich verschandelt haben wir sie bisher nicht. Ich finde, es ist alles ganz hübsch geworden.
Ja, okay, bis auf diese Sandwegholaktionen, die waren jetzt nicht unbedingt unsere besten Einfälle. Hätten wir vielleicht doch ein bisschen weiterlaufen sollen zur Wüste. Ah, ja gut, okay. Was soll's? Nächstes Mal machen wir es besser. Ne? Da sind rote Pilze. Aha. Ungewöhnlich, dass die hier oben sind. Ich weiß eigentlich nur, dass man die hauptsächlich in Höhlen findet normalerweise. Vielleicht ist da drunter eine Höhle, so eine riesengroße Monsterhöhle und. Aha. Aha. Ja, ne? Dann gucken wir mal hier rein. Vielleicht haben wir eine Mine. Der eine oder andere ist sich jetzt von wahrscheinlich so, oh nein, der hat immer so einen Schwein, Mr. Zogger, ne? Kaum rennt er irgendwo lang, erzählt was, schwupps, passiert es auch. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Echt, also normalerweise bin ich der Pechvogel hoch drei, was sowas angeht. Ich habe keine Ahnung, warum wir so ein verdammtes Glück hier haben. Vielleicht liegt es auch einfach an euch, die ihr hier regelmäßig zuschaut, dass ihr dann praktisch mir bei den Aufnahmen Glück bringt, so eine Art Glücksbringer-Zuschauer. Und wir deshalb so viel Glück haben, immer mit irgendwelchen Sachen, die wir hier finden. Denn es ist manchmal doch schon ein bisschen unverschämt, unser Glück jetzt, ne? Naja, egal. Wollen uns ja nicht drüber beschweren, ne? Sind ja glücklich darüber auch, dass das alles so schön funktioniert. Gut, okay, dann kann ich jetzt hier vernünftig hochgehen. Wahrscheinlich ist es sowieso nur ein ganz kleines Ding, hatten wir auch schon ein paar Mal. Dass nur so ganz kleine Minen waren. Nur, ja, aber zumindest ist ordentlich Eisen drin. Ne? Ja, boah, nicht nur ordentlich, sondern richtig, richtig ordentlich. Und auch jede Menge Kohle. Sehr schön. Da haben wir auch einiges verbraten. Das ist ja cool, wie viel Eisen wieder dabei ist. Na gut, okay, jetzt nicht so viel hier an der Stelle. Ich nehme mal die ganze Kohle mit. Zumindest, wo ich jetzt ohne Probleme rankomme. Das andere da oben lasse ich mal. So dringend brauchen wir sie dann auch nicht. Ha, aber schade, ich dachte, jetzt wäre hier vielleicht gleich eine Mine, das hätte natürlich noch besser gepasst. Das wäre ja was gewesen, ne? Obwohl, wir können mal hier in die Richtung gucken. Ob hier vielleicht was dahinter ist? Nicht. Ich horch mal. Ich höre auch keine Gegner, aber ich muss mal was essen, sehe ich gerade. Ansonsten verhungern wir wieder. Na komm, so, fein. Lass ich auch gleich meine Hand für den Fall der Fälle. Und dann haben wir schon wieder was Schönes entdeckt. Schon wieder die Welt ein bisschen mehr erkundet, zumindest unterirdisch, nicht wahr? Da hinten irgendwo muss die Höhle gewesen sein. Ja gut, hier haben wir alles noch nicht ganz genau abgeklappert. Das kann wirklich sein. Wie gerade da hinten ist das ja, hier wo es, da ist das eine Dorf und da ist das andere. Da ist ja dieser eine See, wo ich letztes Mal auch, das heißt letztes Mal, als wir dann in dieser Nacht- und Nebelaktion hier lang gerannt sind, wo ich dann auch meinte, Mensch, hier hatte ich doch irgendwann mal einen Zombie gehört. Da müsste dann doch auch eine Höhle sein. Was denn hier zum Beispiel? Hier ist auch noch eine Höhle. Sehr schön. Ach, das ist nur so ein Durchgang. Doof. Doof, 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 doof. Ah, wir müssen mit den Dingern hier auch noch ein bisschen mehr arbeiten. Fällt mir gerade ein, da müssten wir auch noch ein bisschen hübschere Sachen machen mit. Ich könnte die natürlich von der Brücke auch runterwachsen lassen, aber ich glaube, das wirkt nicht richtig. Also das sieht nicht so schön aus, denke ich mal. Ich renne hier nochmal ein bisschen rum, falls ich hier dann doch noch eine Höhle finde, eine andere. Hier könnte ich auch alles an Holz mitnehmen, ne? Ah, eigentlich schon. Hier könnte ich alles kahl schlagen hier, den ganzen Wald, aber das sieht dann ja auch nicht mehr aus, wenn wir dann später hinkommen, wo wir uns, Mensch, welcher Trottel hat die ganzen Bäume weggefällt, ohne sie neu zu setzen. Ja, das möchte ich nicht auf meine Kappe nehmen. Eieiei, sag nicht, hier ist eine Schlucht. Hier ist. Ja. Ey, wie geil. Wir haben unsere Schlucht gefunden. Ich meinte das ja mal in einer anderen Folge, von wegen, Mensch, jetzt haben wir eigentlich alles gefunden. Wir haben Dörfer gefunden, Minen verlassene. Okay, eine Festung haben wir noch nicht gefunden, aber eine Schlucht hat uns gefehlt. Und da finden wir auch prompt eine. Ist das geil? Genießen wir diesen tollen Ausblick? Also wir sehen, das geht eine ganze Ecke. Das geht da hinten, ist auch nochmal. Ist auch direkt am Rand wieder der Karte, ne? Also die Karte geht nicht so viel weiter. Ja, hier ist nochmal ein Loch, wo man nach unten gucken kann. Also die Schlucht würde dann anscheinend noch ein bisschen weitergehen, weil hier hört ja kurz danach dann die Welt auf. Uiuiui, dann nehme ich mir ein bisschen Holz mit für den Fall der Fälle. So viel habe ich nicht mehr. Wenn ich da jetzt runtergehe, dann brauche ich nämlich ein bisschen was. Ja, wofür, das werden wir dann sehen. Ich brauche bloß Holz, das kann ich sagen. Genau. Und müssen wir auch schauen, dass wir vernünftig da runterkommen. Also ich werde dann, glaube ich, auch gleich meine Werkbank basteln. Dafür brauche ich auch auf jeden Fall Holz. Und Leitern machen. Ja, haben wir ein unverschämtes Glück. Es ist sowas von genial. Ach, eine schöne Folge, denke ich mal. Das wird eine tolle Folge. Doch, 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 doch. Kann ich hier denn runtergehen? Irgendwie?
Ja gut, ich könnte hier, wo die Kohle ist, mich runterbuddeln. Dann mache ich bloß erstmal. Habe ich da noch Leitern dabei? Oh, 16 Stück, das reicht, glaube ich. Genau. Weil dann setze ich nämlich hier auch gleich Leitern ran. Genau. Hier. Ja, da kommt eine Leiter hin. Und dann. Ah, das Boot packe ich mal weg. Boah, dann nehme ich kurz die Erde. Damit das dann hier so ein bisschen sicherer ist, wenn man hier hochkommt. Ja, doch, so ist es in Ordnung. Hier noch eine Fackel hin. Och, Geilomatico, würde ich sagen, ne? Ja, jetzt muss ich nur aufpassen, nicht, dass da drunter dann halt. Ja, ein bisschen geht es noch runter. Ja, zur Not riskiere ich es einfach, indem ich stürze. Ist da noch einer drunter? Ja. Ja, genau. So, dann müssen wir gleich mal schauen, wie wir das hinkriegen. Hau ich erstmal hier die Kohle weg. Oh, da ist Eisen direkt dahinter. Ja, dann war ganz gut, dass wir die weggehauen haben. So, hier ist dann auch welche da drüber. Muss ich natürlich jetzt schauen, wie machen wir das? Ich könnte versuchen, das so stückchenweise hinzukriegen. So ungefähr, ne? Dann haben wir jetzt wieder eine Stufe mehr. Dann habe ich hier die Kohle auch weg. Ja. Och, schöne Sache. Ja, Kohle werde ich dann auch brauchen. Aber hier ist es so in der Schlucht, da werden wir uns garantiert ein bisschen länger aufhalten. Da sind immer reichhaltig Schätze. Ah, ja, da werde ich dann garantiert irgendwo in einer Nische eine kleine Behausung basteln, dass wir da sicher sind. Und alles dort halt brennen können, um ein bisschen Platz zu sparen und solche Sachen. Da muss man vorsichtig sein. Nicht, dass wir gleich runterfallen. Also, wir könnten es überleben. Ja, gut, es ist jetzt nicht so tief, da kurz danach kommt schon wieder was. Und wird es schon wieder Nacht? Eieieiei, das ist unschön. Wenn es jetzt schon wieder Nacht wird. Vor allem, weil wir noch nicht unten sind. Und ich habe auch keine Wolle für ein Bett dabei. Na gut, wenn wir unten sind, ist das nicht so schlimm, glaube ich. So, komm, hüpf. Hüpf, kleiner Mr. Zogger. Hüpf, hüpf. Hauptsache, es kommt jetzt nichts von oben runtergefallen, wie so ein Creeper. Ich weiß, da war jetzt oben noch Kohle, die lasse ich da jetzt aber drinne. Da habe ich jetzt keine, also kein Bedürfnis, die mitnehmen zu müssen. Okay, dann muss hier die Wand hochgezogen werden. Da werden Pflasterstein, das passt auch. Okay, so. Hier setze ich hier an der Seite immer nochmal Fackeln ran, dass es auch hier hell genug ist. Genau. Und dann können wir ja. Ja, genau, hier die Erde drunter gesetzt. Dann muss hier aber auch wieder was drunter. Ja, das können wir halt so stückchenweise machen. Oh, ganz vorsichtig. Ja, genau. Müssen wir halt Schritt für Schritt jetzt hier runtergehen. Oh oh. Und es ist wirklich schon Nacht. Ha, ganz Minecraft schläft tief und fest, träumt von den möglichen Erfolgen von Schatzsuchung, ja, Heimsuchung so in der Richtung, ne? Nee, also von Abenteuern, Expeditionen mit reichhaltigen Schätzen als Belohnung. Und der kleine Mr. Zorga sieht es nicht ein zu schlafen und ist der Meinung, er müsste weiter irgendwo sich eine Schlucht hinunterbuddeln, ganz gefährlich, wie das ist. Ich wollte gerade sagen, warum hänge ich denn jetzt hier irgendwo dran? Das war unschön. Ah, jetzt ging es ein Ticken schneller. Mal gucken, komme ich da schon? Ja. Wenn ziehe ich die Wand nämlich mal gerade und mache dann hier, wie gesagt, immer Fackeln hin, dass es hier auch beleuchtet ist, sehe ich denn da unten schon Gegner? Ansonsten muss ich nämlich ein bisschen wieder warten. Ich habe auch noch gar keine Blöcke gefunden. Es soll ja Silberfische geben. Also hatte ich nur gesehen, es wurde ja angekündigt, es gibt jetzt hier Silberfische, die dann in irgendwelchen Blöcken drin sind, in Silberfischblöcken. Habe ich ihn noch gar nicht entdeckt, muss ich sagen. Die sind bisher an uns hier vorbeigegangen. Haben wir auch noch nicht gefunden. Ja, das ist wieder was, was wir demnächst finden können. Wenn ich es jetzt sage, dann wird garantiert Minecraft sich denken, oh ja, wir müssen das Let's Play von Mr. Zog unterstützen. Das heißt, er findet die demnächst. Kann ja alles passieren, ne? Wer weiß. So, mal kurz aufstehen und wieder an den Rand. Noch eine Leiter. Ich glaube, das mit den Leitern reicht nicht aus. Nee, das sieht nicht gut aus. Oder? Na komm. So, genau, haben wir gleich wieder zwei gesetzt. Sehr schön. Ja, doch, ich glaube, da muss ich gleich nochmal hoch und neue machen. Neue Leitern. Denn das wird sonst eng. Oder nicht? Ich höre eine Spinne die ganze Zeit. Oh, ich kriege mir kurz in die Ecke und horch mal. Kleinen Moment. Jetzt höre ich sie nicht mehr. Es kann sogar sein, dass die da unten in den Tunneln irgendwo drin ist. Ei, Karamba, das ist so.
Jetzt sind auch schon relativ, also recht tief gekommen hier. Ah, oh, es ist so geil mit der Schlucht. Sehr, sehr schön. Ich muss mir überlegen, wie komme ich hier runter? Hier bietet sich noch die Möglichkeit, dass wir weiterhin was dran setzen. Na komm. Ja, genau. Oh, dann haben wir gleich zwei geschafft. Ah, okay. Müssen wir hier die Wand wieder einfügen. Und es reicht nicht mehr ganz so weit. Also wir haben jetzt noch zwei Stück. Das reicht noch nicht bis zum Boden. Ja, da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ah, okay. So, das war dann für die letzten beiden. Na komm, habe ich jetzt hier. Da ist ja das noch einer drunter. Aber es ist wirklich duster. Was ist denn da hinten? Das sind das. Ach, das ist Gras da drin. Ich habe gerade schon gedacht, so, hä? Ist das jetzt vielleicht so ein Slimeball? Das wäre natürlich auch cool. Ja, irgendwie hat das gerade mit den Leitern nicht funktioniert, aber wir haben es ja jetzt dann doch noch hingekriegt. Schon mal ein paar Fackeln hinsetzen, dass es hier hell ringsrum ist. Na? Wir wissen ja, wie das ist mit den Gegnern. Die finden das ja ganz schrecklich, wenn es hell ist. Wie viele fehlen uns denn noch mal kurz zählen? Gucken, könnten das. Ah. Ich denke mal, so sechs Stück sollten reichen. Nee, die Werkbank mache ich mal hier unten. Die ist mir gerade ein bisschen zu gefährlich, da wieder hochzugehen. Dann buddel ich mich mal hier in die Wand kurz rein. Ja. Mache ich hier mal kurz ein kleines Loch rein. Genau, so eine kleine Mini-Höhle. Aha, hier bin ich sicher. Hoffe ich. Und dann mache ich mal hier kurz eine Werkbank. Ach so, nee, muss ich ja so machen. Genau. Und dann mal kurz Leitern basteln. Ah, vier Stück. Ja, ich will doch lieber auf Nummer sicher gehen. Dann will ich doch lieber eher sechs Stück machen. Mache ich gleich eine Tür oder mache ich die später? Gute Frage. Naja, ich nehme auf jeden Fall erstmal die Werkbank wieder mit. Genau. Und dann mal gucken, wo ist die Spinne? Die wird garantiert oben irgendwo sein, ne? Denke ich mal. Also würde ich fast drauf wetten. Also es wäre zumindest einleuchtend, sagen wir es mal so. Okay, ah, okay, so kann ich das auch machen. Sehr schön. Und dann mal schauen, wie ich das jetzt hier hinkriege. Es wird immer komplizierter, ne? Ja, jetzt dann so. Ja, die Stöcker packe ich mal beiseite. Da brauche ich jetzt eher die Leitern. Haben wir das hier auch. Und dann glaube ich, komme ich schon da an die Stelle ran, dass ich da eine Fackel. Ja, genau, dann kann ich da schon eine Fackel setzen. Ist die Sache, wollen wir jetzt ein bisschen warten? Aber es wird nicht so schnell wieder hell. Und ich habe ja auch vergessen, Wolle mitzunehmen für so eine Aktion, um dann halt vorbereitet zu sein. Ja gut, das sollte ich da lassen. Jetzt könnte ich rein theoretisch schon hier runtergehen. Ich hoffe, jetzt kommt bloß nichts hinter uns lang. So ein Creeper. Also hier kann jetzt natürlich alles Mögliche passieren, ne? Es kann wirklich sein, dass wir jetzt gleich das Zeitliche segnen. Ja, hier mal kurz die Wand hochziehen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ganz schön gefährlich, was ich mache gerade. Ah, es ist wieder dieses, alles muss perfekt sein. Dieser Wahn. Ja, und wir haben noch eine Leiter übrig. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier mal kurz Fackeln ransetzen. Ein bisschen ausleuchten hier unten. Hier ist ja wirklich alles duster und es geht in alle Richtungen. Ui. Ist ja auch so ein Riesending. Da unten ist ein Creeper. Da ist ein Creeper. Da ist ein garstiger Creeper. Hoffentlich findet er keinen Weg zu uns. Da ist auch ein garstiger Creeper. Und da geht es immer richtig tief runter. Boah. Na gut, okay, es geht noch. Nicht ganz so krass, wie ich eben dachte am Anfang, aber es reicht schon. Mal gucken. Ja, okay. Mal vorsichtig sein. Nicht, dass das die Decke von dem Ding da eben ist. Kann ja alles sein. Oh, alles mitnehmen, genau, und wieder zuhauen. Dass man da nicht rein stolpert. In das, keine Ahnung, in die Misere. Man weiß ja nicht, was da ist, ne? Und nochmal hier gucken. Ja, hier haben wir auch Glück. Ach, sehr schön, hat alles geklappt. Konnten wir alles mitnehmen, alles räubern. Ah, okay, dann mal hier kurz wieder das zumachen, weil das sieht jetzt nicht mehr so gut aus. Nicht, dass ich später denke, dass hier vielleicht was ist. Setze ich da noch eine Fackel ran oder explodiert dann eine Creeper?
Oh, da ist auch noch ein Zombie dazu gekommen. Also richtig Halligalli hier. Ach, hier ist auch noch Eisen. Eieiei. Also ich sehe schon, wir werden als reicher und gemachter Mann zurückkehren. In unser kleines Tal. Jo, ich denke, das funktioniert. Okay, hier ist ja auch noch. Ich muss aber erstmal ausleuchten, bevor wir hier was machen. In der Richtung. Alles erstmal schön beleuchten, ne? Nicht, dass wir uns wirklich gleich um. Überall ringsrum sind Gegner, die uns wieder an die Wäsche wollen. Ja, alles unsere größten Fans, glaube ich. Da ist jede Menge Wasser. Ah, okay, das ist nicht so einfach, jetzt lang zu kommen. Komme ich da hinten an die Seite? Ist hier irgendwas. Ach so, die Fackel war zu nah am Wasser dran. Komm her, Fackel. Ich brauche dich. Uiuiuiuiuiui. Hier. Jetzt muss ich sagen, jetzt ist schon wieder so ein bisschen ein seltsames Gefühl, was in mir aufsteigt, was mir sagt, da passiert gleich garantiert irgendwas Schreckliches. Irgendein Creeper kommt uns entgegen und dank der Strömung ist er ja dann auch so schnell wie wir und dann macht es einmal Boom und wir sind draufgegangen. Ah, oder wir haben Glück. Das kann natürlich auch sein, dass wir mal wieder Glück haben. Aber darauf verlassen würde ich mich nicht. Gut, jetzt brauche ich auch noch Stöcker. Jetzt muss ich schnell Stöcker machen und ein paar Fackeln. Schneller, Mr. Zogger, du hast keine Zeit. Dein Leben hängt davon ab, wie schnell du Fackeln machst. Ich glaube, das kommt direkt aus dem Meer reingeflossen, ne? Kann das sein, dass es die da direkt so ins Meer führt? Ja, das sieht auch praktisch so aus. Dann schwimme ich hier nochmal kurz hoch, mache hier oben noch eine Fackel ran. So. Dann sitzen wir hier. Sehr schön. Da auch noch eine Fackel. Oh, es wird wieder Tag. Ah, perfekt. Wir haben, also sehen wir, wir haben die Nacht schon gut rumgekriegt. Sieht natürlich geil aus, wenn man hier so hochguckt, ne? Von hier unten, da oben ist Tag. Und dann hier so runterschaut, da oben sieht man auch die Bäume und das Grün und wir hängen halt hier unten in so einer Schlucht. Boah, wie geil. Also ich freue mich da gerade mal wieder so mordsmäßig, dass wir da so ein Glück gehabt haben mit. Wie gesagt, es fehlt uns eigentlich nur eine richtige Mine mit Truhen. Ja, aber vielleicht finden wir die hier auch. Mal gucken, also fleißig weiter Daumen drücken, ne? Vielleicht gelingt uns das, dass wir dann auch gleich noch eine Mine finden. Oder was heißt gleich, also in den nächsten Folgen. Ich erwarte ja nicht, dass wir alles sofort schaffen. Was war denn das schon wieder? Das ist hier irgendwie dahinter. Nee, hinter mir oder unter uns? Das könnte auch unter uns sein. Also ich bin noch nicht ganz schlüssig. Also je nachdem, wo ich mich hindrehe, ist es immer ein anderer. Jetzt ist es rechts von mir. Jetzt ist es hier links, hier in die Richtung. Jetzt ist wieder da rechts was. Also das scheint dann unter uns zu sein. Haben wir auch gesehen, da sind, so wie es den Anschein gemacht hat, war da ja auch ein größeres Höhlensystem. Da werden wir uns dann auch ranmachen, das erkunden. Denn wie gesagt, wir brauchen Minen. Und ich brauche Redstone und Gold und Diamant sowieso. Also allein schon, weil ich es haben will, ne? Weil man hat das ja gerne auch so ein Kram. Ja, das lasse ich mal offen, dass ich weiß, dass ich hier Räubern war. Genau. Och, so ein bisschen Anhaltspunkte. Da kriegen wir sogar hier einen Samen an der Stelle. Kann ich jetzt auch das Eisen mitnehmen. Ach, jetzt ist die Diamantspitzhacke weg. Ja gut, wir haben genug Eisen, dass wir dann auch neues Eisenwerkzeug machen können, wenn wir unterwegs sind. Deshalb habe ich auch so viel Kohle dabei, alles. Und habe heute auch die Kohle mitgenommen. Denn wenn wir uns dann wirklich so eine Behausung machen und hier länger sind, dann brauchen wir halt auch Werkzeug, weil das geht dann ja auch irgendwann drauf. Und dann sind wir halt, glaube ich, auch vorbereitet. Machen wir da halt Ofen rein, Werkbank. Schaf haben wir leider nicht gefunden mit Wolle, sonst hätten wir auch ein Bett reinmachen können. Aber es unter Tage, wenn wir da eigentlich unterwegs sind, sowieso egal. Weil da stört es uns nicht, ob Nacht ist oder Tag. Wenn es da dunkel ist, ist es dunkel und das ist es eigentlich generell, wenn wir nicht genug Fackeln setzen. Und dann spawnen halt auch Gegner, egal zu welcher Tageszeit. Weil die Tageszeit in der Oberfläche da wirklich keinerlei Rolle spielt. Okay, mal die ganze Kohle noch mit. Ich wollte eben Erde sagen. Ach, na gut, ist auch dreckig, ne? Sieht auch dreckig aus. Da haben wir auch noch Eisen. Wie mache ich das denn? Bam, 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 bam. Müssen wir schauen, dass der hochkommt, schnell mal ausleuchte. Ja, ich werde erstmal kurz reingehen und gucken. Uiuiuiuiuiui. Ach, Sackgasse. Sehr schön. Dann könnte man das eventuell schon vielleicht als Behausung nutzen, wo man dann hier vorne irgendwie so in, was weiß ich, also den Bereich will ich nicht so groß halten, vielleicht, dass man dann hier so dicht macht oder hier irgendwie. Und dass man dann hier Werkbank und alles reinstellen kann, Patronen, wo man alles lagert.
Wir müssen dann auch bald jetzt, weil das schon relativ weit voneinander entfernt ist, die ganze Kram, gucken, wie wir das machen mit von wegen, ach sag schon, ich komme jetzt wieder nicht drauf, halt Gleisen, dass wir hier vielleicht eine Bahnlinie hinlegen, sodass wir dann auch die Möglichkeit haben, hier schnell hinzukommen, weil sowas fehlt uns ja im Moment noch, nicht wahr? Okay, so, jetzt machen wir das hier dicht, damit hier nichts mehr reinkommt, ne? Und ich muss ein bisschen Stein dafür klöppeln. Ja gut, hier komme ich sowieso nicht ohne weiteres hoch, dann kann auch der Stein hier weg. Okay. Da hinten noch dicht. Und dann kann ich hier nämlich sorgenfrei langlaufen. Sehr schön. Und das Eisen mitnehmen. Juhu, du bist mein. Ach, da oben ist noch mehr Eisen. Na ja, gut, okay, das ist jetzt nicht, auch nicht so schlimm. Auf das bisschen können wir verzichten. Wahrscheinlich ist es sowieso ein einziger Eisenblock. Das soll uns dann nur dahin locken und wahrscheinlich ist da irgendeine tödliche Falle für Abenteurer. Ja, also die anderen Höhlen, also nee, andere Höhlen gab es ja nicht. Also, ach, hier muss ich jetzt ausleuchten. Genau, ich vergesse das jetzt sonst gleich, weil es Tag ist. Und da ist es ja noch recht hell, da fällt das hier nicht so auf. Da muss ich mir hier schnell noch ausleuchten, auch hier oben drauf. Ja, genau. Da vorne auch noch eine drauf. Lieber ein bisschen mehr wieder, ne, als zu wenig. Und dann gucken wir mal, wie mache ich das jetzt? Mache ich jetzt schon gleich. Ich gucke mal kurz hoch. Hier oben waren ja Schafe gewesen. Genau, dann gucke ich mal kurz hoch, ob ich ein Bett finde. Oder Zeug für ein Bett. Wir sehen die Sonne. Ja, ist ungefähr im Zenit. Das heißt, es geht noch. Okay. Ist hier irgendwo ein Gegner? Ich hoffe jetzt nicht. Da sind Wölfe. Habe ich denn Knochen dabei? Nee, habe ich nicht. Ansonsten hätte ich mir so ein Rudel Wölfe gezähmt, die uns dann verteidigen im Ernstfall. An den Baum nehme ich mir hier noch mit. Der steht sowieso im Weg, wenn ich hier außen rumgehen will. So, komm her. Das Holz können wir ja dann auch gebrauchen wieder. Wir haben jetzt auch einiges verbraucht für die Leitern. Dann kann der Baum hier auch weg am Rand. Sieht auch nicht hübsch aus. Ist nur gefährlich. Und hier fließt das Wasser rein, ja? Hier kommt das Wasser also her. Das werden wir auch so lassen. Das sieht ganz hübsch aus. Aha. Okay, mal hier hochschauen. Weil wir hatten ja das eine Mal Glück, als wir hier dann im Schafland waren, ne, wie ich das genannt hatte. Dass wir, als wir aus der Höhle rauskamen, halt jede Menge. Ach, hier geht's auch noch runter. Und hier ist ein Schwein, was da glücklich badet. Eieieiei. Es ist nach wie vor eine hammermäßige Welt, die wir hier haben. Da fehlt. Hat man das eben gesehen? Also hier hat anscheinend ein Enderman was geklaut. Oder es war ein Fehler bei der Generierung der Welt. Das kann natürlich auch sein. Dass das auf diese Art und Weise so passiert ist. Ich gucke mal kurz, ob ich ein Schaf finde. Da ist nur ein Wolf. Genau, die Schafe waren, glaube ich, hier dann irgendwie gewesen. Weil hier war ja dann auch die Höhle bald, ne? Oder war die da hinten? Ich glaube, die Höhle war da hinten gewesen. Ja, doch, die war hier. Da wollte ich auch ursprünglich hin, aber dann habe ich ja die Schlucht entdeckt und mich entschieden, dann lieber dahin zu gehen. Ist auch, glaube ich, die bessere Entscheidung. Ich denke mal, da stehen unsere Chancen auch deutlich besser, eine Mine noch zu finden. Obwohl es natürlich auch sein kann, dass an diese Mine, die wir da hinten gefunden haben, auch direkt wieder eine angrenzt. Das könnte natürlich auch sein. Denn irgendwo hinter einer Wand ist dann eine. Ich muss mal was essen, sonst kann ich nicht weiterrennen. Während ich aber weiterlaufe, mache ich das. Wir schleichen zwar jetzt dann nebenbei, aber naja, gut, egal. Lieber ein kleiner Fortschritt als gar keiner Fortschritt, ne? Und ich muss rechtzeitig wieder zurück. Aber ich habe noch keine Schafe gefunden hier. Nicht wahr? Nee, keine Schafe diesmal da anscheinend. Naja, wohl hier hinten waren ja irgendwie. Mal, wir gucken mal. Vielleicht haben wir ja doch wieder Glück. Schafe? Schafe! Schafe. Nee, es scheint keiner da zu sein. Egal, wie wir sie versuchen anzulocken. Oder da links? Nee, es sah nur so aus, war eine Fata Morgana. Genau. Hier war doch irgendwo die Höhle. War die nicht hier? Wo war die denn? Irgendwo war doch die Höhle. Verdammt, jetzt finde ich die nicht mehr, oder was? Nee, hier kam. Ach ja, hier sind wir reingegangen, ne? Hier könnten wir auch rein. Doch. Die war dann, glaube ich, weiter hinten der Höhleneingang. War dann weiter hinten gewesen. Der muss dann hier irgendwo am Wasser gewesen sein, glaube ich. Oder? Oder da hinter dem Hügel? Ich glaube, da hinter dem Hügel. Auf jeden Fall können wir hier reingehen. Da sind wir noch in der Nähe der Mine oder kommen da direkt in der Mine raus. Möchte ich jetzt aber nicht. Ich gehe erstmal wieder zurück zur Schlucht. Ich versuche das nochmal zu schaffen in der Aufnahme. Ist jetzt nicht mehr so lange, dass ich mal schnell wieder zur Schlucht hinrenne. Ja, wir haben auch noch genug Zeit. Ich glaube, das Spiel lässt uns noch die Zeit, die Gnadenfrist, bis es wieder dunkel wird.
Und dann treiben wir uns da unten, nachdem wir das bisher, glaube ich, ganz gut ausgeleuchtet haben, gehen wir mal in diesen einen Seitenarm der Schlucht rein, wo die ganzen Creeper und Zombies und sowas waren und gucken mal, wo das da alles herkam und was wir da dann noch so finden, ne? Ui, das haben wir schon lange nicht gehabt, so eine ausgiebige Höhlen-Action. Was ist denn hier? Hohoho. Da geht es weit, weit runter und sehr, sehr schnurgerade nach unten auch. Wir hören, da röchelt schon wieder irgendeiner. Naja. Was ist hier? Ich dachte schon, es wäre so ein Loch des Todes, wo man sich denkt, so, ach naja, kann ich einfach durchlaufen, hüpfe ich gleich hoch und dann geht das wirklich gerade schnurstracks nach unten, schnurstracks nach unten. Da sind auch wieder. Nein, hier will ich nicht rein. Komm, lass mich raus. Lass mich raus. Da sind auch wieder Tintenfische gewesen, die sofort wieder weggespawnt sind. Doof. Na egal. Bam, bam. Und dann wieder runter. Sehr schön. Hier unten sieht es auch im Moment noch ruhig aus. Ich werde dann doch, glaube ich, den Zwischenposten. Ja, mal gucken. Ich mache hier, glaube ich, noch ein paar Fackeln ran. Na komm. Ja, genau. Hier noch welche. Da oben ist es so dunkel in der Ecke, ne? Ach, hier ist auch noch Eisen. Das nehmen wir da gleich nochmal mit, wenn ich schon entdeckt habe. Den gehört es mir, ne? Wer zuerst sieht, dem gehört's. Irgendwie so war das doch. Und dann mache ich da hinten mal kurz so einen kleinen Zwischenposten, wo wir ein paar Truhen reinmachen, weil ich glaube, unser Inventar ist im Moment recht gut zugemüllt mit irgendwelchem Mist, den wir so eigentlich nicht gebrauchen können, wenn wir dann versuchen, diese Höhle da auszurauben. So, Steine, nee, Kies, hier ist ein bisschen Stein, ja, das ist nicht wirklich viel. Wie zum Beispiel hier Setzlinge und so einen ganzen Kram, den brauchen wir da eigentlich nicht. Das ist ein bisschen unnötig. Ich hau die Wand mal hier weg. Das ist mir gerade was eingefallen, wie ich das denn. Weil wenn ich hier schon eine kleine Mini-Behausung mache, dann muss die auch wieder vernünftig werden, ne? Au, das war jetzt so eine Kettenreaktion. Eigentlich ging das ja in die Luft, aber wenn man dann anfängt, den einen Kies daneben Platz zu machen, dann fällt der Rest auch runter. Oh, naja, nicht schlimm. Kies kann man ja immer gebrauchen. Haben wir ja auch viel verballert, hatte ich ja gesagt, ne? Für den Weg hatten wir den ja gebraucht. Okay, so, dann nehmen wir die mal hier weg. Ach, die soll's hier weg und nicht da der Stein dahin. So, dann hier eine hin. Ich mache jetzt mal hier ordentlich Beleuchtung. So ganz ausgiebig, damit wirklich nichts bei uns spawnt. Das möchte ich nämlich wirklich nicht. Oh, hier, das kann eigentlich auch noch mit. Ist hier Kies drüber? Sieht nicht so aus. Weil das sieht gerade unschön aus, ne? Ja, deshalb, das machen wir kurz weg. Außerdem brauchen wir ein bisschen Stein, wenn wir auch einen Ofen machen wollen und sowas. Da brauchen wir Stein für. Dann können wir das auch mal kurz hier so ein bisschen behauen, das Ganze. Ah, hier auch noch. Genau. Und wir sehen, es ist dunkel geworden. Uiuiuiui. Hoffen wir, dass nicht gleich irgendwas hier runterfällt. Und uns dann in den Rücken fällt. Runterfällt und in den Rücken fällt. Sehr schön. Wieder mal tolles Wortspiel. Hast du klasse gemacht. Ich mache das jetzt noch kurz klar, die Folge ist jetzt ein klein wenig länger, aber ich mache das nochmal ganz kurz hier. Tür hatte ich ja noch nicht gemacht, genau. Die Werkbank setze ich hier mal schnell hin und mache da mal die Tür, die setze ich auch ganz gleich sofort rein. Ja, und hier vor kommt dann auch so ein Plateau, dass man auch sieht, falls da was davor steht. Ja, ach, da liegt noch ein Steinchen. Komm her, Steinchen. Genau, haben wir aufgesammelt, sehr schön. Da werde ich vielleicht auch noch Treppen, ja, obwohl das wäre ein bisschen verschwenderisch, dann hierfür noch Treppen reinzuhauen an der Stelle. Nee, ich glaube, das wäre zu viel des Guten. Und von hier aus können wir dann halt auch mal losstarten in die Richtung, weil da irgendwo sind ja Gegner. Hören wir ja schon die ganze Zeit drum rumröcheln. So, was mache ich denn? Ich mache gleich mal einen Ofen hier hin, der kann hier auch rein. Genau, der kommt dann hier daneben. Eine Truhe können wir machen. Machen wir gleich zwei am besten. Ich habe ja genug Holz mitgenommen. So, dass wir gleich eine große haben. Dann kann ich hier nämlich. Achso, ne, Kohle. Doch, das ist ein bisschen zu viel Kohle. Den Pilz, Setzlinge, Samen. Das brauche ich. Das brauche ich aber nicht. Kies brauche ich auch nicht. Das Eisenerz kann zum Beispiel auch hier bleiben. Falls wir dann sterben, ist es da sicher. Dann haben wir das schon mal gebunkert, falls dann doch uns was passiert. Nicht, dass es dann flöten geht. Das muss nicht sein. Mal noch ein paar Fackeln. Ja, genau, 51, das reicht. Und dann. Naja, ich bin nur minimal drüber. Das heißt, ich werde jetzt mal kurz die Beleuchtung hier noch machen. Das gefällt mir nämlich nicht. Das ist noch eindeutig zu dunkel. So, dann hier noch und hier auch. So. Sehr schön. Jetzt ist es hell genug. Jetzt kann ja nichts passieren.
Jo, dann haben wir doch das geschafft. Haben wir doch einiges erreicht in dieser tollen Folge, ne? Also dann bis zum nächsten Mal, euer Mr. Zogger.